Hallo Leute und willkommen zu meinen Top 6 Spielen des Jahres 2011. Ja, das Jahr ist vorbei. Ich melde mich wieder mit einem neuen Video und wie könnte es passender sein als mit den Top-Spielen des Jahres 2011? Ja, ich würde sagen, labern wir gar nicht lang rum. Es ist jetzt eine Top 6, weil alle machen Top 10, Top 5, ich mache Top 6. Nein, ich wollte unbedingt ein Spiel noch mit reinnehmen. Ja, alle Spiele, die gleich kommen, sind alles nur Sachen, die ich selber durchgespielt habe. Und ich habe sicherlich ein, zwei gute Spiele verpasst. Aber die kann ich logischerweise nicht bewerten, weil ich sie ja nicht gespielt habe. Gut, labern wir gar nicht viel rum, fangen wir direkt an mit Platz Nummer 6. Auf Platz 6 ist bei mir Bulletstorm gelandet. Ja, das ist ein Spiel, das kam raus, ich meine Ende Februar 2011. Es ist ein Shooter, der mal komplett alles anders macht, der zuallererst sich selber zu keinster Weise ernst nimmt, der einen total genialen Humor hat. Ich habe echt selten bei einem Spiel so gelacht wie bei Bulletstorm. Gerade jetzt Anfang des Jahres, da kam ja dann noch eins, da kommen wir gleich zu. Das Spiel ist insofern mal was komplett Neues, weil es einen dafür belohnt, spektakuläre Abschüsse zu machen. Was man hier gerade im Bild sieht, bombastisch, das sind alles Punkte, die man sammelt, unten links im Bild. Und von diesen Punkten kauft man sich an Automaten neue Waffen und so weiter. Und das Ziel des Spiels ist es im Grunde genommen, so spektakuläre Kill-Kombinationen wie möglich hinzulegen, um möglichst viele Punkte zu kassieren, um sich halt davon neue Munition, neue Waffen, neue Upgrades und so weiter zu kaufen. Und ja, das Spiel ist, wie gesagt, mal was komplett anderes. Es macht furchtbar viel Spaß. Der Humor ist absolut genial. Der Multiplayer ist so lala, da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Was ganz Besonderes in dem Spiel, was man eben gesehen hat, die Energiepeitsche. Das ist so ein Ding, da könnt ihr euch Gegenstände mit ranziehen, Gegenstände mit wegschleudern. Absolut geniales Spielkonzept. Ich wundere mich selber, warum es eigentlich dieses Jahr so untergegangen ist. Und bis jetzt zumindest, wo ich gesehen habe, in keiner Top 10 oder in keiner großen Wertung aufgetaucht ist. Für mich absoluter Knaller des ersten halben Jahres, Bulletstorm. Für die Xbox 360, PS3 und den PC, wer es noch nicht geguckt hat und Shooter-Fan ist und auf total durchgeknallten Humor steht und völlig übertriebene Gewalterstellungen und so weiter, das ist ja wirklich so ein Thema, wo deswegen das in Deutschland, glaube ich, gar nicht rausgekommen ist, weil es zu brutal war, es aber tatsächlich in Wirklichkeit einfach nur völlig übertrieben ist und schon gar nicht mehr ernst zu nehmen. Und in Deutschland kam dann, glaube ich, eine geschnittene Version raus, die aber komplett nicht mehr spielbar ist, weil halt viele dieser Skillshots, wie sie heißen, um möglichst viele Punkte zu bekommen, gar nicht mehr möglich sind oder gar nicht mehr so rüberkommen, weil halt die Animationen einfach fehlen. Ist ein bisschen schade. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, Interesse habt, dann holt euch auf jeden Fall die österreichische Version, komplett ungeschnitten. Habt euren Spaß damit. Kampagne dauert ungefähr 6-7 Stunden. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Multiplayer kann man auch mal reinschauen. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Bulletstorm, Platz Nummer 6. Platz 5 ist bei mir der Racer aus dem Hause Codemasters, Dirt 3. Ja, es ist schon der dritte Ableger der Dirt-Reihe. Alle drei Dirts haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein Rallye-Spiel mit sämtlichen Dingen, die man sich als Rallye-Fan nur wünschen kann. Nur ganz, ganz wenige Verbesserungsvorschläge hatte ich da noch zu machen. Es ist ein Spiel, es macht unfassbar viel Spaß. Man kann es zuallererst einstellen, ob man totaler Anfänger ist, dann braucht man im Grunde nur Gas geben und lenken, bremsen und alles wird automatisch gemacht. Oder man kann sämtliche Verhalten ausschalten und dann ist es wirklich so, als würde man ein richtiges Rallye-Auto fahren. Es ist absolut genial, die Grafik ist bombastisch. Eines der bestaussehendsten Rennspiele neben Forza 4, die derzeit auf dem Markt sind, bin ich der Meinung. Es macht vom Fahrverhalten unfassbar viel Spaß. Die Karriere ist fordernd und motivierend gemacht, auch wenn man ein Rennen nach dem anderen abfährt. Irgendwie macht das in dem Spiel total Spaß. Wo das zum Beispiel in den Underground 2, glaube ich, war es damals, wo das nachher so ein bisschen ermüdend wurde, macht das in dem Spiel unfassbar viel Spaß. Es gibt den Gymkhana-Modus, in dem man so Freestyle-mäßig rumfahren kann und à la Ken Block so um Pylonen driften und über Schanzen fahren und blabliblub, was man da alles machen kann. Der Online-Modus ist absolut grandios. Es ist für mich der beste Online-Modus eines Rennspiels, den es überhaupt gibt, mit den ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Da kommt selbst Forza 4 mit seinen ganzen Möglichkeiten meiner Meinung nach nicht ran. Man kann diesen Gymkhana-Modus gegeneinander fahren, diesen infizierten Modus, wo man sozusagen Tick spielt mit den Autos und alle rammen muss und so weiter. Es gibt 100.000 verschiedene Möglichkeiten. Macht furchtbar viel Spaß, ist auf jeden Fall für jeden Rennspielfreund, jeden Rallye-Freund, der konnte eigentlich dieses Jahr an Dirt 3 gar nicht vorbei. Ja, viel mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Ich habe nur die höchsten Töne für Dirt 3. Wie ihr hier auch seht, die Grafik ist bombastisch, die Fahrzeuge hören sich genial an, es macht unfassbar viel Spaß, die 5.1-Anlage total aufzudrehen, die Nachbarn zu ärgern und einfach nur die Motoren zu hören. Ja, für jeden, den das nicht kalt lässt, der ein bisschen Benzin im Blut hat, schaut euch auf jeden Fall Dirt 3 an, auch eine absolute Empfehlung von mir dieses Jahr. Auf
Platz 4 haben wir Forza Motorsport 4. Ja, passend zu Platz 4, der vierte Teil der Forza Motorsport-Reihe. Sehr, sehr geniales Spiel. Es ist für mich das realistischste Rennspiel, was es derzeit auf dem Markt gibt. Da werden jetzt sicherlich einige kommen und sagen, Gran Turismo 5 gibt's auch noch. Für mich gibt es kein Gran Turismo 5, seitdem ich Forza gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. Es ist ein absolut geniales Spiel. Es ist optisch unfassbar detailliert. Es gibt diesen Auto-Vista-Modus, in dem ihr euch nur ein Auto speziell angucken könnt und Türen aufmachen und Farben ändern und nah ranzoomen und so weiter und so fort. Der Detailgrad der Autos da ist einfach Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich so, als hättet ihr ein Foto davon im Auto stehen. Absolut genial. Das Fahrgefühl ist absolut genial. Der Online-Modus ist wieder top of the notch, möchte ich sagen. Also komplett High-End, was es da die neue Möglichkeit gibt mit den Autoclubs, mit den Auto-Bowling könnt ihr da spielen. Da könnt ihr euer Auto, müsst ihr dann durch so Kegelpins durchmanövrieren und möglichst viele umschmeißen. Der Online-Modus macht furchtbar viel Spaß. Die Karriere ist jetzt nicht mehr so dröge wie im dritten Teil, wo ihr einfach nur einen Kalender habt und Renn für Renn abfahrt, sondern jetzt so ein bisschen so auf einer Weltkarte geht das dann hin und her, so ein bisschen begleitet von Kommentar, was ihr als nächstes macht und was ihr da sollt und so weiter. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, im dritten Teil war es ja so, wenn ihr ein Level aufgestiegen seid, dann habt ihr automatisch ein Fahrzeug gekriegt. Jetzt könnt ihr euch eins von drei Autos aussuchen, welches euch am liebsten gefällt und könnt das in eure Garage stellen. Ihr habt noch mehr Möglichkeiten des Tunings. Man merkt, finde ich, auch komplett die Auswirkungen noch stärker, wenn man meinetwegen an der Achsaufhängung rumschraubt oder an den Federn oder an den Spoilern, merkt man sofort die Veränderung im Fahrverhalten. Macht unfassbar viel Spaß. Forza 4 für jeden wirklichen Auto-Enthusiasten, der auf brennende Auspuffe, auch das gibt's aber, glaube ich, diesmal, dass aus den Auspuffen mal knallt, der auf all so Schickimicki-Kram und so Action-Kram verzichten kann, der ist absolut richtig bei Forza 4. Es gibt dort auch zum ersten Mal die Kinect-Möglichkeiten, das heißt dieses Head-Tracking. Das heißt, ihr setzt euch vor euren Kinect-Sensor und könnt dann, indem ihr euch nach links und rechts beugt, aus dem Cockpit nach links und rechts rausgucken, als würdet ihr wirklich im Auto sitzen und den Kopf drehen. Sehr, sehr genial gemacht, macht unfassbar viel Spaß. Sind natürlich die Anfänge, ob man es braucht, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich fand es eine ganz nette Sache. Dieser Auto-Vista-Modus mit Kinect ist absolut genial. Ja, viel mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Für jeden wirklichen Auto-Enthusiasten und Liebhaber und Genießer ist Forza 4 das komplette Paket mit wieder hunderten von Autos, hunderten von Strecken, original nachgebaut, so detailliert wie nie. Ich finde es absolut genial. Es ist also auf jeden Fall so ein Spiel, was man immer wieder einlegen kann, eine Runde mit ein paar Freunden drehen oder halt die Kampagne durchsuchten, so wie ich das gemacht habe. Macht unfassbar viel Spaß, kann ich auch jedem Auto-Enthusiasten nur empfehlen. Auch hier wieder, wer Benzin im Blut hat, der sollte auf jeden Fall hier mal einen Blick drauf werfen und sich Forza 4 möglicherweise beschaffen. Den Inquisitor für den Bewegos, die Orks zu wachsam bleiben. Platz 3, Warhammer 40k Space Marine. Ja, wir sind in der Top 3 und dieses Spiel habe ich zwar erst Ende des Jahres jetzt gespielt und auch innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen durchgesuchtet. Es ist ein unfassbar geniales Spiel. Ich bin selber total der Fan von Warhammer. Ich habe selber auch die Figuren gesammelt, die Space Marines, den Black Templar Orden, wenn jemand das vielleicht was sagt, die tauchen sogar im Spiel auch auf. Ja, es ist im Grunde genommen ein Action-Hack-and-Slay-Spiel, wenn man so will, mit ja Rollenspielanleihen eigentlich gar nicht. Es ist, ja, wie gesagt, pures Hack'n'Slay im Warhammer-Stil und der Warhammer-Stil ist, für jeden, den es nicht kennt, unfassbar blutig und brutal. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass das Spiel uncut nach Deutschland gekommen ist. Hier seht ihr schon gerade so ein paar Szenen, das ist noch gar nichts, wie das nachher blutig abgeht. Da sieht man es schon und lässt sich erahnen, wie es im Spiel zur Sache geht. Ja, es macht unfassbar viel Spaß, sich durch die Orks-Horden zu schnetzeln. Ihr habt mehrere typische Warhammer-Waffen, wie den Bolter, das Kettenschwert, den Energiehammer, die Energieaxt und den Sturmbolter, den Melter, den Vergelterwerfer. Dann gibt es natürlich die Fahrzeuge, den Thunderhawk und so weiter. Alles, was man kennt aus dem Warhammer-Universum. Alles sehr, sehr geil nachgebaut. Die Story an sich ist auch sehr nett gemacht, denn man denkt ja immer, da lässt sich nicht so viel rausholen. Es ist aber doch sehr, sehr geil, was die draus gemacht haben. Es sind mehrere Twists drin, es ist mehrere Stellen, wo ich dachte, das Spiel sei da vorbei und es geht trotzdem noch weiter. Macht unfassbar viel Spaß. Die reine Spielzeit, würde ich sagen, sind so ungefähr 8 Stunden, dann habt ihr die Kampagne durch. Wie gesagt, da sind immer wieder Punkte drin, wo man glaubt, jetzt ist es vorbei, jetzt kam so ein Riesenkampf, so ein Endkampf, wo man denkt, es sei einer und es sei doch keiner. Macht unfassbar viel Spaß, ich wiederhole mich. Ich bin, wie gesagt, kompletter Warhammer-Fan, deswegen vielleicht auch da so ein bisschen eingenommen. Die Grafik ist genial, das Spielprinzip recht einfach. Ihr habt eine Waffe für einen Nahkampf, eine Waffe für einen Fernkampf. Und dann schnetzelt ihr euch eigentlich schon durch die Orks-Horden. Es gibt einen so einen speziellen Heldenmodus. Die Leiste unten links, da das Ultramarines-Zeichen, wenn sich das aufgeladen hat, könnt ihr ihn aktivieren, dann macht ihr mehr Schaden. Und das ist es im Grunde schon. Schnetzelt euch durch die Gegner, habt euren Spaß. Ich hatte meinen damit und kann es jedem Hack'n'Slay-Fan nur empfehlen. Hack'n'Slay vom Feinsten und der auf den Kern gebracht. So möchte ich es mal zusammenfassen.
Kagawa. Und der muss jetzt rein! Auf Platz 2 dieses Jahr FIFA 12. Ja, und was soll ich großartig mehr dazu sagen, als es ist wieder ein unfassbar geniales FIFA-Spiel. Ja, ich bin riesen Fußballfan. Ich bin selber jeden Samstag vorm Fernseher, schaue mir die Bundesliga an, fieber damit. Und natürlich bin ich auch ein riesen FIFA-Fan. Und was passt natürlich besser bei FIFA, als sich samstagabends ein paar Freunde einladen, den Kasten Bier hinstellen, ein bisschen was zu knabbern und dann FIFA-Turnier zu starten, ist eine der geilsten Sachen, die man, glaube ich, samstagabends machen kann. Macht immer tierisch viel Spaß. Es passieren teilweise auch die unfassbarsten Dinge in diesen Spielen, weswegen man immer was zu lachen hat. Man kann natürlich wieder seine Lernkurve sehr, sehr drastisch ansteigen lassen. Das finde ich bei FIFA immer nämlich sehr geil, dass sobald ein neues draußen ist, bin ich immer froh, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich die ersten Spiele verliere. Und zwar hat das damit was zu tun, dass es komplett sich anders steuert oder teilweise anders steuert als die alten FIFAs, weswegen man halt nicht einfach so weiterspielen kann wie in dem Jahr davor und dann auch seine Spiele 3-0, 4-0, 5-0, wie weiß ich, wie hoch gewinnt, sondern halt, dass es was Neues gibt, wo man sich anpassen muss, was man lernen muss. Und so verliert man meistens, oder ich zumindest, die ersten paar Spiele, um dann reinzukommen in die Steuerung, um dann halt meine ersten Tore zu schießen, meine ersten Spiele zu gewinnen, um dann immer besser zu werden. So läuft das bei mir, finde ich jedes Mal unfassbar geil, deswegen freue ich mich jedes Mal auf die Demo, freue mich, wenn ich mein erstes Spiel 3-0 gegen den PC verliere und dann ist alles wieder in Butter. Was lässt sich zu FIFA sagen? Ja, die neue Player Impact Engine, die es gibt. Das heißt, wie Spieler zusammenstoßen, ist jetzt endlich mal realistisch. Das heißt, wenn ihr einen Spieler umgrätscht, dann fällt der nicht mehr durch das Bein durch, sondern bleibt tatsächlich am Bein hängen und fällt so, wie das ein echter Spieler machen würde. Die Ballphysik haben sich verbessert, den ganzen Manager-Modus, der gefällt mir deutlich besser, aber da scheiden sich die Geister dran. Einige mögen ihn, andere nicht. Ich mag ihn sehr, sehr gern, finde das total genial. Mir reichen auch diese Manager-Möglichkeiten so völlig aus, mit Spieler kaufen, verkaufen und jetzt auch neu eine Jugendmannschaft mit aufbauen. Das reicht mir völlig, da brauche ich nicht diesen Fußballmanager, weswegen ich diesen auch nicht spiele, aber das ist ein anderes Thema. Ja, FIFA 12, unfassbar geile Fußballsimulation, ein paar Kumpels einladen, das zusammenspielen. Viel geilere Sachen gibt es, glaube ich, nicht, was man zusammen zocken kann. Ja, für jeden Fußballbegeisterten ist FIFA 12, denke ich, auf jeden Fall ein Blick wert, wenn nicht sogar ein Pflichtkauf dieses Jahr. Und von mir die absolute Empfehlung und verdientermaßen auf Platz 2 in meiner Jahreswertung. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch. Und dann sind wir auch schon direkt bei Platz 1 angekommen. Und wer hätte es anders erwartet? Es ist natürlich Portal 2. Für mich der heilige Gral der Spiele 2011. Unfassbar genial, unfassbar lustig, unfassbar fordernd und motivierend. Einfach nur unfassbar geil. Mehr fällt mir zu dem Spiel überhaupt nicht ein. Es hat den geilsten Humor, den ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Ich musste noch nie so oft lachen, während ich Videospiel gespielt habe, als ich Portal gespielt habe. Es macht unfassbar viel Spaß. Die Singleplayer-Kampagne hat total geile Twists mit drin, Sachen, die man nie erwartet. Der Humor ist, wie gesagt, absolut grandios. Man lacht sich in einer Tour schlapp. Es sind so viele Anspielungen und so weiter drauf und so viel Gemeinheiten, ganz einfach, wo man nicht anders kann, als lauthals loszulachen. Es gibt so viele Sprüche, dass ich sie mir alle gar nicht merken konnte. Deswegen kann ich leider jetzt auch keinen bringen. Würde ich auch nicht tun, weil das würde nur spoilern und jedem, der es noch nicht gespielt hat, das Spiel so ein Stück weit kaputt machen, weil jeder einzelne Gag gehört wirklich einfach dazu. Ja, Portal 2 ist natürlich wieder die alte Portal-Mechanik. Ihr habt dieses Portal, ein blaues, ein oranges, schießt es an zwei verschiedene Wände, geht durch ein Portal durch, kommt aus dem anderen raus. Darauf basiert das ganze Spiel. Und natürlich gibt es jetzt im zweiten Teil ganz, ganz viele Neuerungen, wie zum Beispiel diese Laserstrahlen, die ihr seht. Dann gibt es Gels, ein blaues, oranges und ein weißes, mit denen ihr verschiedene Eigenschaften machen könnt. Dann gibt es unfassbar viele andere Physikrätsel. Die Entwickler sind unfassbar, ich wiederhole mich mit unfassbar, merke ich gerade, aber Superlative, es fallen mir nur Superlative ein für das Spiel. Sie sind wieder sehr, sehr kreativ gewesen, was das angeht. Die ganze Aufmachung ist sehr genial. Jetzt im ersten Teil war es ja noch Aperture Science komplett heil. Jetzt ist das alles so runtergekommen. Der Anfang ist auch, erklärt das so ein bisschen, was da passiert ist. Will ich überhaupt nicht vorweggreifen. Die Rätsel sind unfassbar geil. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann als Entwickler. Chapeau, Hut ab, früher Portal 2. Ich hoffe, es kommt noch ein dritter Teil davon raus. Ich frage mich dann nur, wie sie den zweiten da toppen wollen. Aber ich lasse mich überraschen. Jeden, der es noch nicht gespielt hat, der ein bisschen auf Grips-Spiele steht, auf genialsten Humor der allerfeinsten Sorte, sollte auf jeden Fall bei Portal vorbeischauen. Es gibt einen Koop-Modus, den man mit einem Freund auch online spielen kann, der unfassbar geil ist, der total viel Spaß macht. Ich habe ihn am Ende sogar alleine gespielt. Das heißt, es ist möglich, die letzten Kammern, da habe ich mich ein wenig gewundert, dass man die Kammern auch alleine spielen kann. Das heißt, mein Bruder hatte dann den Laptop in der Hand, ich habe dann beide Controller abwechselnd gegriffen. Das ging dann auch, aber es geht nicht überall. Also besorgt euch einen Freund und zockt die Koop-Kampagne durch. Macht tierisch viel Spaß, man ist ganz schnell in diesem Spielprinzip drin.
Die Level sind am Anfang immer total verwirrend. Man denkt sich erstmal rein und denkt sich dann jedes Mal, wenn man es geschafft hat, oh mein Gott, wie geil. Und es ist jedes Mal so ein Erfolgserlebnis, wenn man dann eine Kammer teilweise auch nach mehreren Minuten, wenn nicht Stunden, geschafft hat. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Portal 2, mein Spiel des Jahres, mit riesengroßem Abstand. Es gibt nichts, was mich so dolle begeistert hat wie Portal in 2011. Ja, das war mein Jahresrückblick, meine Top 6 der Spiele. Würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht in die Kommentare eure Top 5, Top 6, Top 10, wie auch immer, posten würdet. Und dann würde ich sagen, starten wir dieses Jahr direkt wieder durch. Wir haben 2012, wir haben noch 300, noch was 60 Tage Zeit. Denn der Weltuntergang ist ja dieses Jahr für angesagt. Mal gucken, was passiert am 21. Bis dahin rocken wir noch so ein bisschen die Bude, würde ich sagen. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war mein Jahresrückblick. Und dann sehen wir uns in neuen Videos in 2012. Macht's gut, auf Wiedersehen und adios.